Check this out. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Dach landet einer wieder. Ja, hab ich gemerkt. Der von gerade. Ach fuck, ich bin hängen geblieben. Ach ja, ach, komm, Alter. Jetzt bleib ich hängen, dann werd ich von hinten gesniped, ey. Ich find das lustig. Kaum drin, schon fangt ihr beide wieder an zu fluchen. Wir sind ja oben. Alter, verdammte Hurensöhne. Fickt euch ins Knie, Wichser. Digga! Ja, so safe finde ich das jetzt aber nicht. Ja, die kommen gerade, die kleinen Hunde. Oh, jetzt bin ich auch noch an, ey. Hinter mir, oh mein Gott. Oh, schon wieder dieser Fotzensohn. Ja, bitte. Ja, von oben, du dreckiger Schweinepriester. Oh, jetzt bin ich nicht mal in Zone. Ja, der liegt hier direkt auf dem Boden. Ja, ich hab den sogar getroffen und der Mieter. Ja, der geht jetzt in Zone. Einen hab ich. Das ist jetzt ein Tracking. Das ist noch einer. Scheiße. Vier gegen eins. Ach ja, er rennt mir wieder hinterher im Gas hier, ey, leck mich doch. Oh, da ist der andere vom Bunde. Was ist das hier für ein Anblick? Alle in COD und ich bin nicht dabei. Haha. Ja. Schande über dich. Ja, aber muss ich mir auch mal sagen, was hier abgeht. Hallo. Was für sagen, Alter? Hast du keine Live-Benachrichtung gekriegt? Hast du die doch ausgeschaltet? Deswegen hab ich dir es gesehen. Ja, also, deswegen da war deine Benachrichtigung, dass wir Warzone spielen. Lass die Tür drin! Fick schon wieder an! Tschüss, Anna! Tschüss, Anna! Alle ready to rumble? Jo. Yes. Lass dich blamieren und kassieren. Ey, so schlecht waren wir gerade nicht. Ja, aber jetzt ist Marcel auch da. Der war schlechter. Erstmal den dissen, der den höchsten Rang hat hier. Ja, eben. Du spielst einen der legendärsten COD-Charakter der ganzen Geschichte. Mal zu der Stelle hindurch, hat ein paar Hits. Digga, jetzt kommen hier wieder zwei auf einmal, Mann. Ich hab gerade eine Lodi-Kiste aufgemacht, ihr Wichser. Ach, ich bin auch tot, ihr Schweine. Was? Hunde. Ihr alle lebt nun. Ja. Wer hat meine Waffen mit, die Hoden-Kobolde? Ja, toll. Okay. Platz 10, nicht schlecht. Ich hab's doch gesagt, kaum ist Marcelle mit dem Team. Aufwärmungsphase bei mir, chill mal. Renn vorher eine Runde im Block, bevor du hier reinkommst, das muss reichen. Ich komm grad frisch von Arbeit, lass mich. Usa. Ja, eben. Nix, ja, wir sind alle gerade wieder am Chocken. Usa. Warte, Marcel, Attacke mit Kacke, Junge. Lass die Windel fliegen! Was? Werf die Gegner mit Windeln ab! Dann rennen sie weg. Du sagst, ich soll mich mehr beschäftigen und das gefällt dir jetzt auch wieder nicht, du Arschloch. Ist deine Frau jetzt mit dir am Schimpfen, weil du am Zocken bist? Ja! Obwohl sie dir den Battle Pass geschenkt hat? Ja! Dann sagt deiner Frau, die soll mal ein paar Schubladen gucken, ob sie irgendwo die Logik noch findet. Die hat die schon von Geburt an verloren. Conne in Ruhe! Conne in Ruhe! Böser Frohlig. Conne, ich soll dir sagen, du bist ein böser Frohlig. Welche Tasche seid ihr? Ich bin ganz oben. Ja, nicht auf dem Dach. Wow! Jensen, da ist einer, pass auf! Keine Waffe, Alter. Oh, jetzt ist er hier, der Hund!
Ja, ey, Mann, ich... Ah, Dreckspistel, Mann! Und nirgends, wo eine scheiß Waffe liegt. Granatengreifer. Macht ihr wieder AIDA-Kreuzfahrt, oder was? Ja. Ja. Ach, Urlaub. Kannst du mitfahren? Jetzt die Kreuzfahrt, ich mach Urlaub. Ja, irgendwo locker. Ganz unten im Schiff. Ich komme. Partypalmen und so. Vodka Lemon und Bier. Und du bist ein Hund! 3 Meter Bratwurst! Und eine Säule zu viert! Matze, ach, Jason, ach. Feinde kommt zu uns, Feinde kommt zu uns! Wer denn jetzt? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wen. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Wo ist denn der Hund? Das wollte ich nicht. Nimm Tier ein. Oh gut, jetzt gibt's richtig schön Action Leute. Von hinten. Wait a minute! Also ich piek von oben runter. Ja, Alter! Der Pisser kann halt einfach snipen, ne? Anders Knock oben. Ja, ich bin auch Knock oben. Alles klar. Ich bin auch Knock. Noch eine Knock. Ich hab außerdem was auf uns gemacht, wie dumm! Das ist wirklich dumm. Ah, Shield Break! 2! Im kleinen Gebäude. Matze, mach auf, wir machen eine Team mit rein. Ja, warte doch! War zu früh. Oh. Ich bin gerade auf TikTok, jetzt gerade ein Post. Wegen Freitag, wegen Fußballspiel. Wurde gepostet. Wenn Deutschland gewinnt, bekommen wir Mallorca. Falls Spanien gewinnt, kriegen sie Bayern. Der erste Kommentar mit den meisten gefällt mir gar nicht. Warum können die nicht das Saarland haben? Frag mich nicht, frag mich nicht. Ja, moin, was ist denn hier los? Und was ist mit Kevin? Kein Platz für Kevin. Wir sollen den Jason rausschmeißen. Was denn? Tschüss. Tschüss, schöner, man zieht sich. Was sind hier alles Geier? Ja, alle sind ja Arschlöcher in der Party. Ja, und du bist ein Oberarschloch. Ach, alle, also dein aber Vater auch, der dich rein theoretisch als Elternteil sofort ins Bett schicken kann. Stimmt. Jason, ab ins Bett. Nein! Aber wollen wir noch die Haare schneiden? Das kann ich auch machen. Ich kann auch. Oder bitte nur Vollglatze. Wird ein gutes Video. Ey, Jason, aber überleg dir mal. Warte, vielleicht macht das ja für 20 Euro. Jason, überleg dir mal, es wäre schön luftig danach. Dann hat er schon ja, gemacht. Wenn du mir 20 Euro gibst, dann mach ich da wohl. Sag doch, der ist blöd. Nur, ich mache mir immer eine Glatze, daher ist das eh keine Veränderung. Ja, aber ich meine ganz Glatze, also auch so, dass keine Haare mehr nachwachsen. Das hätte ich nicht gesagt. Forever Caillou! Ja! Jason, bist du gerade im Chat? Nö. Ah, Jason hat schon mal keine eigene Würde. Das ist schon mal der erste Punkt. Ey! Und B, Jason ist immer billig und bleibt billig. Der wurde auch billig gezeugt. Also. Ich will mit dem nicht was zu tun haben. Bloß doof, dass es dein Vater ist. Da geht das nicht so leicht. Ja, leider. Doch, geht schon, muss er nur ausziehen. Aber wie soll man denn jetzt verstehen, dass er billig gezeugt wurde? Hast du deine Frau im Sonderposten geschwängert, oder? Nee, bei Kick in der Kabine. War die... Digga, entspannt euch doch mal, ich bin doch noch am Rauchen! Ich hab mir jetzt gerade auf Toilette einkloppt. Oben auf dem Dach ist einer. Ja, jetzt kommt der Nächste wieder um die Ecke, leck mich doch! Walle ist noch. Ja, jetzt, ah, jetzt, ey, jetzt hab ich 3 vor mir, dann kommt der vierte von hinten, ey. Dann schießt er mir voll ins Arschloch. Einfach nur unfreundlich, echt. Mir fällt gerade da was ein. Glaub mir, das hier ist denen hier scheißegal, was freundlich ist. Ja, bei mir nicht. Der steht auf deinem Arsch. Sei doch froh. Ja. Nee. Mir fällt gerade wieder was zum Thema Arschloch ein.
Interessiert keinen, was du dir wieder in den Arschloch geschoben hast. Gut, dass du es direkt weil was ich sagen wollte. Ja, wieso? Wenn du dir jeden Tag hier die Wattestäbchen in den Arsch schiebst, dann können wir doch nichts für. Ja. Ja, warum sind die Packungen denn innerhalb von einer Woche immer weg? Was weiß ich? Ja, dann hör auf, dir die Dinger ins Arschloch zu schieben. Ja, müsst ihr mal mehr Klopapier kaufen. Haben genug da. Aber anscheinend steht auch schmale, lange Dinger in seinem Arsch. Das merkst du nicht mal. Ja, ja, anscheinend schon. Woher weißt du denn, ob man das merkt oder nicht? Ja, Digga, also, wenn ich auf dem Klo sitze und ich bin am Scheißen, ne, und da kommt so richtiger Stamm raus, ne, das merke ich. Also, so ein Wattestäbchen, ne, dann ist nicht viel dicker als ein Schama. Interessante Themen heute wieder. Ey, Kevin sagt schon vollkommen, what the fuck, was bloß mit dem Jungen nicht richtig? Das war nicht alles richtig. Weißt du, da frage ich mich, du müsstest das auch kennen, das schöne Klopapier damals, weißt du, aus der Schulzeit. Ne, wenn ihr damit so richtig schön hart den Arsch abwischen musst, das tut doch mehr weh, als wenn du dir so ein Wattestäbchen da reinsteckst. Junge, das Klopapier war kein Klopapier, mit dem konntest du Holz abschmirgeln, Alter. Ja, ist so. Ey, muss sein, da kannst du genauso ein Schleifpapier nehmen. Ja, so wirklich, ich hatte das Klopapier ja auch noch. Ey. Ja, ohne Witz, wenn der nächste Mal hier kommt, ich versteck vorher meine Wattestäbchen, Alter. Boah, du kleines Peniskind! Was? Genau, er macht mir mit zwei Schüssen 246 Schaden. Ja, Digga, ey, bei mir kommt gleich wieder ein ganzes Team, Alter! Alter, was ist das denn hier? Vorne und hinten? Am liebsten. Aber so richtig hart, Droppel like a thought. Ich glaube, einer oder beide sind unten Factory beim Shop. Ja, beide. Yo! Unten. Wo kam der her? Ja, ist klar, Alter. Jetzt hole ich den, da kommt wieder der nächste. Ey, wir können immer noch Lodi holen. Oh nein, des verdammten Hundes. Junge, bevor wir Kevin, den Lodi holen, sollten nicht. Wir mal gucken, am Leben zu bleiben. Dämlicher Hundesohn, du verblödetes Arschloch. Wieso ist das eigentlich immer so lustig, wenn Daniel sich aufregt? Weil er immer versucht, höflich zu beleidigen. Ja, aber das geht nicht. Da kannst du nicht mehr ruhig bleiben. Ich hab immer auf den Dach geworfen. Ja, wir brauchen eigentlich Leute gar nicht. Holt mir diesen Mein E-Kern Gott, ich drück, ey, und er nimmt's wieder ja. Nicht. Komm, ey, leck mich. Gut, da hinten sind welche. Ja, ist schon klar, ich komm hoch, ich werd gesniped, Alter. Ja, ist yep. Klar, ey. Tschüss, schöner, ich bin weg. Adios. Wofür lande ich überhaupt? Ja, ist klar, warum? Warum spiele ich dieses Drecksspiel überhaupt noch? Dieses Spiel ist Spaß von Verblödung. Ist das Spaß? Keinen Spaß, weil heute ist wieder einer Chase, dieser Tage, wo du das Spiel in eine Tonne treten kannst. Echt. Sie besser Wattestäbchen in den Arsch stecken, dann macht mehr Spaß. Werd nicht zu Jason, bitte. Muss ja sein, dafür, dass er immer vorne gespielt hat, ist er gar nicht mal so schlecht. Dann hab ich gesagt, dass er schlecht ist. Er kann besser Warzone spielen als ich. Der spielt doch gar nichts anderes. Meine Warzone Prime-Zeiten sind vorbei, als ich war, Mann. Meine Prime-Zeiten waren in Warzone 1 und nicht in diesem Much-Game, Alter. Nein, Warzone 2 hätte ich auch. Da ist noch einer links, Jason. Was? Warzone 2 hätte ich auch noch. Zeit. Komm, es ist ein 1v1. Da war gerade so gut. Was?
Nice! Ja! Schönes Ding. GG! Also nicht nur billig gemacht, der Junge, aber auch gut spielen kann er. Ja, meine Zeit. Was hat Matze jetzt? Was kriegt Matze jetzt? Ja. Ich höre gerade nichts. Was kriegt Matze? Top Sterbehilfe. Top Zielscheibe. Platin 3 ist nicht umsonst. Kommando. Jawohl, Überlebenskünstler. Plünderer! Der nächste Plünderer. Was ist Matze? Geist! Matze, der Geist. Soll sie Leiter runter? Wir könnten Lodi kaufen. Ich glaube, ich kann das Wort Lodi bald nicht. Lodi, 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 Lodi. Halt die Schnauze. I feel so Lodi. I feel so Lodi today. Lodi. We want a Lodi today. Alle mal am Arsch. Marcel, you feel the Lodi? You wanna have your Lodi? I can feel the Lodi. Ich schieb Papa? Gleich, ich schieb gleich Lodi. Jason in den Arsch. You don't das want gleich, your Lodi? Lass gleich Bekanntschaft machen mit... Das. Hey Marcel. Was Jason, willst komm mal hier. Du? Lodi. Bei Rappens ist einer. Bei welchen Hosen? Rappens, oder wie hieß das? Ach, Weapons, ich hab Red Pants verstanden, Alter. Ich denk, was für rote Hose. Red Pants? Ah! Ich hab hier gerade bei mir einen Dreck gehört. Ja, du Peniskopf! Du bist weit, du Hurensohn! Affenvergewaltiger! Jetzt geht das wieder los! Bei uns! Oh, der ist noch. Der ist definitiv weg. Ich glaub, dem geht's nicht gut. Ich glaub, der kommt so schnell nie wieder. Hin! Oh. Knock! Tschüss. Er sitzt ohne! Er ist weg! Hab ihn! Immer wieder! Wir sitzen hier an drei Ecken. Ich glaube, der aber Gegner mag uns gleich nicht mehr. Ganz einfach. Aber wir können uns hier unendlich Munition holen. Ja, aber immer nach einer bestimmten Zeit. Nein, du kannst bei dem liegt doch noch eine Munibox, ne? Bei dem Ding durchgehen. Ich komm wieder! Sorge, ich bin aus. Junge! Sag das, bevor du reinläufst, Alter! Sag das doch, bevor du reinläufst! Ich hab doch vorhin gesagt, ach so, ich komm jetzt gleich! Beide! Ja, ah, wenn du weiterkommst! Ach, du springst, du Fotze! Ja, von hinten natürlich! Also jetzt hat's wieder Spaß gemacht. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja, du Spaß gehabt, das ist ja schön. Ja, du nicht, ne? Ja, ey, du hast keinen Vergleich. Heute ist wieder absoluter Bruchtag, Alter. Wieder nur Scheißrunden.